Good morning, ladies and gentlemen. Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Today, my topic is that Islam is the greatest challenge in our present time for the European society. Heute werde ich über das Thema sprechen, dass der Islam die größte Herausforderung für in unserer Zeit für die europäische Gesellschaft ist. Sometimes Islam is a one tsunami. Gleichzeitig ist der Islam aber auch ein Tsunami. If it continue grow in our European society, der, wenn er weiter in unserer europäischen Gesellschaft wächst, it can bring the democratic value in black hole. Unsere demokratischen Werte in ein schwarzes Loch werfen kann. Though many European people do not see these dangers in near present, obwohl sich viele Europäer nicht dieser Gefahr gegenwärtig sind, but even experts are talking that near 2017 or 21, sprechen selbst Experten darüber, dass in naher Zukunft um 2017 oder 2021 Islam will become even number one position and Catholic will be number two and Evangelic will be number three position. Dass der Islam zahlmäßig die Nummer eins der Weltreligion stellen wird und danach erst das Christentum, die Katholiken und dann die Evangelien kommen. Even when Islam is in minority, Islam goals are very clear. To take over European, United States and Christian society. Selbst wenn der Islam in der Minderheit ist, sind seine Ziele so stark ausgeprägt, dass er immer wieder manifestiert, Europa und die Welt zu erobern. What will be when Islam will more expanded and have more voices in Europe and United States? Was wird aber passieren, wenn der Islam mehr Stimmen zur Verfügung hat? Was wird dann aus Europa und den Vereinigten Staaten? If you see the realistic way, solution is today in our present time to bring Islam in such a integration system where there is no other alternative but Muslims must follow this. Betrachtet man es realistisch, dann liegt die Lösung dieses Problems in unserer heutigen Zeit. Wir müssen den Islam integrieren und in unsere Gesellschaft einfügen. When I'm talking about integration of Muslim, I'm not talking about shall and would be. I'm talking must be. Wenn ich über Integration der Muslime rede, dann rede ich nicht über hätte, sein und könnte, sondern diese Integration muss geschehen. I have put a lot of effort in the book of criminal act of Prophet Muhammad. Ich habe mir viel Mühe gegeben, verschiedene Dinge in meinem Buch Die Verbrechen des Propheten Muhammad niederzuschreiben. And in this book, 12th integration point is a very clear guidance for German government, how to take care extremism and Salafis in our German society. In diesem Buch habe ich die 12 Integrationspunkte sehr klar und deutlich herausgearbeitet, um zu zeigen, wie man den Extremisten und den Salafisten habhaft werden kann und wie man sie in diese Gesellschaft integrieren muss. It is a time for the politician to read this my 12th integration point. Es ist Zeit für die Politik, diese 12 Integrationspunkte aufmerksam zu lesen. And it is a time for every good citizen of Germany to inspire and deliver continue their message and voices to politicians. Es ist aber auch Zeit für die Mitmenschen in Deutschland, ihre Stimme zu erheben und auf diese Umstände die Politik aufmerksam zu machen. We also should think they are many good Muslims who like to enjoy this European society living in Europe. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es auch viele gute Muslime gibt, die sich
freuen, hier in Europa zu leben und die Vorzüge dieser Gesellschaft genießen. Because of this extremism of Salafis and this Islamic Sharia, in future they also can become a victim of Salafis. Wir dürfen nicht vergessen, dass durch den Einfluss der extremistischen Muslime, der Salafisten, auch eine Gefahr für die hier gut integrierten Muslime besteht, dass diese zum Opfer dieser muslimischen Extremisten werden. Yes, because one bad apple can make many good apple virus and destroy them and make them sick. Denn es ist ausreichend, wenn zwischen vielen guten Äpfeln ein schlechter dabei ist. Dieser allein reicht aus, um alle anderen auch zu infizieren. Sometimes this is my responsibility to continue deliver my message to this good Muslim. Es obliegt meiner Verantwortung, meine Nachricht auch den gut integrierten Muslimen zu überbringen. That the Middle Age Islamic system by no means can work in our present time in the most beautiful democratic values. Denn das mittelalterliche System des Islam kann auf keinen Fall in unserer heutigen modernen Gesellschaft funktionieren. We cannot use the old method and to deal with the new world. Wir können nicht alte Methoden anwenden, um hier in dieser neuen Zeit damit zurechtzukommen. Sometimes Muslims should come to know that Muhammad, though he was a prophet, but he make many mistakes. Gleichzeitig müssen die Muslime erfahren, dass Prophet Muhammad, obwohl er ein Prophet war, trotzdem viele Fehler gemacht hat. I don't compare Muhammad as a Hitler. Ich vergleiche Prophet Muhammad auf keinen Fall mit Hitler. But I put few parallel and Muslim or European citizens have to decide what is the difference actually. Ich habe nur zwei Parallelen oder einige Parallelen hier aufgezeigt und die Bürger dieses Landes, die Bürger Europas, müssen selber entscheiden, was passt und was nicht passt. This few parallel I put front of you. And you einige decide der Parallelen habe ich vor euch ausgebreitet und ihr müsst entscheiden. When question was asked to Hitler, where his border is to rule this world actually, yes, if you want to rule Europe or if you want to continue. Okay, für Hitler wurde die Frage gestellt, ob er nur Europa regieren möchte oder die gesamte Welt. He says, damals antwortete er, to rule the world, Bulgaria. Die Welt zu regieren wie Bulgarien, Finnland, Norwegen, Schweden, Spanien, all Europe, das gesamte Europa, beyond Turkey, selbst hinter die Türkei. I have a big plan to rule the world. Habe ich natürlich den großen Plan, dass ich letztendlich die gesamte Welt beherrschen werde. Now let's come to Muhammad. Und wenn wir jetzt Muhammad betrachten. Question was asked to him. Er wurde zu seinen Lebzeiten gefragt. That Arab is the limitations for him to rule. Ist Arabien die Grenze dessen, was er regieren möchte? His answer was. Darüber hat Mohammed geantwortet. It go beyond. You will fight with Iran. Iranian power. Nein, ich gehe über die arabischen Grenzen hinaus. Der Islam wird mit der iranischen Macht kämpfen. Ihr werdet den heiligen Krieg gegen Rom führen. If I live, I will go beyond India. Und sollte ich noch leben, werde ich selbst nach Indien ziehen. His plan was just like a Hitler to rule the world. Auch er hatte genau wie Hitler den Plan, die gesamte Welt zu regieren. Using Islam and rule the world. Den Islam zu missbrauchen, um die gesamte Welt zu erobern und zu beherrschen. He said his own Stamm so crash. If you unite with me. Damals sagte er zu seinem eigenen Stamm, den Quraysh, wenn ihr euch mit mir vereint, you will get the most benefit to rule this world. Dann werdet ihr den größten Vorteil davon haben, wenn ihr diese Welt regiert. What is it different what Hitler talking about Muhammad talking?
Wo sind jetzt hier die Unterschiede zu dem, was Hitler und damals Mohammed gesprochen haben? Second Beispiel. Example. Ich gebe hier noch ein weiteres Beispiel. When Hitler was killing many Jewish people, als Hitler viele Juden umbrachte, he said in Munich, today, now, Jewish is not laughing. Why they don't laugh now? Sagt er damals in München, heute lachen die Juden nicht mehr. Now they are crying. Jetzt weinen sie. Wherever they we will get them. Wo immer wir sie finden, we will get them. Werden wir ihrer habhaft werden. Let's talk to Muhammad. Und drehen wir uns jetzt Muhammad zu. Muhammad telling his own Muslim and special member that if we will find that Jewish hiding behind the stone or behind the tree, this tree and stone gonna shout it out. All true Muslims come and kill the Jewish. Mohammed sagte damals zu seinem eigenen Stamm und seinen engsten Anhängern, selbst wenn die Juden sich hinter Bäume und Steine verstecken, werden Bäume und Steine rufen, O Muslime, kommt, hinter mir versteckt sich ein Jude, kommt und bringt ihn um. I ask, what is the difference? Ich stelle dir noch einmal die Frage. Wo ist hier der Unterschied? Yes. I can make a big list. Ich kann hier die Liste dieser Beispiele zahllos verlängern. The prophet can do many things good, but prophet with their own fallen nature can be also a dictator. Ein Prophet kann viele gute Dinge vollbringen, aber mit seinem gefallenen Wesen kann er auch viel Schlechtes bewirken. I call myself prophet. Ich bezeichne mich selber als Propheten. But to understand and see the will of God in love, it took me a long time. Aber um den Willen Gottes in Liebe zu verstehen, hat es sehr lange Zeit für mich gebraucht. It took me a long time to grow the way God wants to see His most beloved children. Ich brauchte viel Zeit, um Gottes Kinder mit den Augen zu sehen, wie Gott sie sah. I will never say a lie that prophets are perfect in the mother womb. Yeah. Ich werde niemals lügen und behaupten, dass die Propheten bereits im Bauch ihrer Mutter perfekt sind. And they are without sin. Und dass sie ohne Sünde geboren werden. They are biggest lie what Christianity have. Das ist die größte Lüge, die Christen verbreiten. And the biggest lie what Islam has. Und das ist die größte Lüge, die auch der Islam verbreitet. And it is time to change the total view of religion actually. Und es ist auch Zeit, die komplette Sichtweise der Religion zu verändern, zu reformieren. And it is time to put God separate from humanistic fallen thought. Es ist auch Zeit, Gott zu trennen von den menschlichen gefallenen Gedanken. And we must come to know the whole motivation for God's creation is to joy and have a give and take in love. Wir müssen erfahren, dass Gottes Motivation für diese Schöpfung ist, dass er in Liebe und in Glückseligkeit mit den Menschen hier auf Erden zusammenleben möchte. My true mission is not the criminal act of Prophet Muhammad. Meine Mission besteht nicht darin, die Verbrechen des Propheten Mohammed zu predigen. My true mission is what God desire or how God want to build His kingdom on earth, so we can live as a one family world. Meine Mission besteht darin, zu verkünden, was Gott möchte und wie er sich danach sehnt mit uns zusammen auf dieser Erde in einer idealen Welt als eine Weltfamilie zu leben. I do not want to ask anybody, but whoever interested to come to know God's plan, he should read God reveal himself as a visible God to mankind. Wer immer mehr darüber erfahren möchte, sollte, wenn er will, das Buch Gott offenbart sich der Menschheit als sichtbarer Gott lesen. But this is everybody personal decision. Aber das obliegt jedem selber. Thank you very much. Vielen Dank.